Das Camper auf der Reisen Camping 2024 in Essen und wir sind jetzt bei Moveo und du bist der Marc. Und jetzt würde ich sagen, vielleicht stellst du dich mal kurz vor und dann gucken wir auf Genau, das Fahrzeug. ich bin der Marc, 51 Jahre alt, komme aus Mönchengladbach, seit über 35 Jahren im Gebrauchtwagenhandel und jetzt auch im Wohnmobilhandel Ja, du tätig. bist auch selber Camper, fährst du auch selber mit den Wohnmobilen schon Wenn ich mal? ganz ehrlich bin, nein. Gar nicht. Nein, Du machst dich nur rein in den richtig, Verkauf. genau. Aber das finde ich offen und ehrlich. Das Ja. finde ich gut. So, wir sind jetzt hier beim Moveo TIE 70DH. Du zeigst vielleicht mal das Plakat dazu. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Genau, der Teil 70DH ist ein Fahrzeug vornehmlich für zwei Personen, hat ein sehr schönes großes Hubbett, 1,60 Meter breit, eine sehr, sehr große Sitzfläche, also wo man dann auch mit vielen Leuten gesellig beieinander sitzen kann, ein Heckbad mit Zugang zur Heckgarage. Heckgarage ist von der einen Seite begehbar, also mit einer Das sehr, heißt, Begeber, da kann ich reingehen. genau, du kannst von der anderen Seite reingehen. Das Ja, ist eine von sehr beiden große, große Seiten. Tür. Habe ich hier auch die Technik, also Batterie, Sicherungskasten, ist das alles in der Garage irgendwo hier versteckt Nee, hinten? das haben wir im Oder wo ist das? Wohnbereich. Ah, das ist im inneren Genau, Bereich. im Wohnbereich. Oh, die Ah, hier Batterie im ist nur Wohnbereich ist ja rein die grundsätzlich auch nicht Garage. verkehrt. Hier kann Genau. ich das schieben. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich kann hier reingehen und da reinkrabbeln ins Fahrzeug oder kommen vom Fahrzeug auch hier rein, ja, weil hier ist ja ein Durchgang. Vielleicht zeigst du es mal, Sascha. Du kommst hier scheinbar direkt ins Fahrzeug rein. Genau. Du kannst das aber auch hochklappen und dann kannst du Ja. dann quasi auch hier reingehen. Na gut, dann kann ich hier stehen, ne? Genau. Oder ein Surfbrett kann ich hier reinstellen, Zum ne? Zeig Beispiel. mal, Sascha, wie schön das hier ist Oh, von der pardon. Seite. Also da kann man noch einiges reinbekommen. Ja, das sehe ich schon. Also es wurde heute auch schon tatsächlich mehrfach gefragt, ob der Hund da nachts drin schlafen kann durch die Klappe. Ja, und das geht. Natürlich. Der Körbchen rein und genau. wunderbar. Genau. Und was haben wir hier? Hier haben wir die Heizung von außen, die Troma. Das Genau. ist eine Dieselheizung oder ist das eine Nein, wir haben Gasheizung? standardmäßig haben wir eine Gasheizung dabei. Ah ja, das finde ich auch persönlich besser. Viele wollen jetzt Diesel haben, aber das finde ich gut. Was verbirgt sich hier dahinter? Da müssten die Gaskästen hinter sein, wenn Ja, ich aber das richtig. scheint mir ein bisschen klein dafür, oder? Nein, Ah nee, das sind das 2 x 11 passt. Kilo. Genau. Ja, okay, das sieht man nicht, weil das so nach unten noch geht. Das sah für mich jetzt eher aus wie so eine Serviceklappe. Aber die haben Genau. wir vielleicht auf der anderen Ja, Seite. was vielleicht noch super interessant ist, Ja. ist quasi Ah, das unsere. habe ich übersehen, ja. Ah, da können auch noch mal Sachen Genau. rein. Richtig, Da das ist auch könnte man die Schuhe jetzt auch zum standardmäßig. Beispiel unterbringen. Genau. Oder was auch immer. Ich sehe Richtig. auch hier von außen. Zeig mal das Fahrzeug in seiner Gesamtheit, weil wir haben hier schöne große Fenster, sehe ich gerade. Die sind ja Richtig. kein Standard. Nein, doch, die sind tatsächlich auch Standard bei Bei uns. ihm, aber nicht am Markt. Das ist Also die korrekt. meisten haben dann doch, würde ich sagen, die Hälfte, oder? Ja. Das ist jetzt Und schon es ein sind auch nicht immer großes. Rahmenfenster. Nee, und das sind auch nicht immer Rahmenfenster. Die sind jetzt von Zeitz Das müsste ein oder Dometic sein. Dometic, ja. Kann man nicht immer sofort erkennen. Ich würde sagen, wenn du mal von vorne auch zeigst, wir haben hier ein Citroën. Das ist alles auf Citroën, wie du siehst. Wenn du mal hier vorne zeigst, alles auf dem Citroën aufgebaut. Genau. Ne? Das ist ein Citroën. Was kann man dazu sagen? Die Lichtanlage ist nicht Ah, okay, das habe ich mir gedacht. serienmäßig. Das ist so ein Gag von euch, ne? Ja, klar. Ja klar, für die Messe jetzt. Richtig, genau. So, was sagst du zu der Motorisierung? Was haben wir da drin? Die meistverkaufteste Motorisierung jetzt bei einem Schaltfahrzeug und auch bei den meisten Automatik sind die 140 PS, 103 kW. Das ist eine vernünftige Lösung. Ich meine, mehr geht immer, aber die tun es eigentlich schon. Die sind okay. Damit kommt man noch über die Ja, Alpen, ne? auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal auf die andere Seite zurück. Wir wollen ja auch noch mal einen Blick in das Fahrzeug werfen jetzt. Also die Heckgarage sieht sehr interessant aus, weil sie halt viele Möglichkeiten bietet, so wie ich das sehe. Ja. Und auch eine Flexibilität hat.
Und hier, das haben wir jetzt noch gar nicht, aber hier ist eine Außendusche, eine sehr Richtig, schöne, ne? die Da hatten wir Außendusche. gar nicht drauf hingewiesen vorhin. Da würde Und? ich dann auch bitten, den Sascha noch mal hier mit der Kamera zu zeigen, die Außendusche, Ach ja. die wir hier haben. Also ich bin ja jetzt ein größerer Typ so, ne? Und was sagst du? Ja, Funktioniert. kannst dich duschen. Kann ich hier kalt warm machen, ne? Richtig, genau. Also so eine schöne Außendusche habe ich noch nicht gesehen. Meistens ist ja nur so ein Ding dran, aber das ist ja wie ein Badezimmer hier. Genau. Und der hat auch noch eine kleine Besonderheit, das ist Ja. unser Garagenpaket, die ist dann beleuchtet. Ah ja, eine schöne Lampe hat er da. Genau. Wunderbar. Also das ist wirklich beeindruckend. Schön, hell, kräftig. So, und eine Ich hab mal. 230 Volt Steckdose gibt es hinten und Ja. die Schienen gehören auch dazu. Die Steckdose ist dabei. Genau, dann gehen wir mal in das Fahrzeug rein. Was können wir zum Fahrzeug sagen? Was möchtest du gerne hervorheben? Oh, du hast vorhin nach der Technik gefragt. Vielleicht geht er erst mal mit der Kamera rein, Genau. dass man alles schön sieht. Und ich habe nach der Technik gefragt, weil mich das immer interessiert. Genau. Ist Was ja auch ein kannst du uns wichtiger dazu Punkt. sagen? Er zeigt mal von innen erstmal so einen Schwenk, würde ich sagen, ganz langsam, dass man das alles mal im Detail hier sieht. Und ja, vielleicht wollen wir beide uns hier hinsetzen und dann können wir ja mal ein bisschen über das Fahrzeug reden. Genau. Du hast unter diesem Sitz hast du quasi die ja die Steuerelektronik, unser ID-Switch, was auch soll ich mal aufmachen? Ja, würde ich sagen, dass du uns das auch mal zeigst, was da alles drin ist. Da ist das Bussystem drin, sagst du, ja? Genau, mit dem Sicherungskasten und Du bist auch mal Moment. froh, wenn du mal sitzen kannst, ne? Ja. Ja, ganzen Tag auf die Beine. Ja, und dann mit der Kamera, die wiegt zwar nicht viel, aber man geht ihm ganz schön in die Arme dann, ne? Ist ja an sich ein kräftiger Kerl, aber das Also ist halt noch das gut. wäre dann quasi der Ah, Sitz. ja. Da verwandelt sich das Ganze in einen Sitzplatz, der zugelassen ist mit Anschnallgurt und so weiter, ja? Richtig, genau. Vier hat er davon insgesamt. Das ist einer davon. Da, was haben wir da jetzt drin? Da haben wir eine Lithium-Ionen-Batterie, hoffe ich, ja? Nee, tatsächlich noch nicht. Das ist so eine AGM. Richtig. Es passt aber auch eine Lithium rein. Und zwar, Ja. wenn ich das richtig im Kopf habe, habe ich schon verbaut 200 Ampere Stunden. Ja, 200 Ampere finde ich gut. So, und das Interessante daran ist, wenn, und das wird ja auch immer öfters nachgefragt, ein Wechselrichter, der ein bisschen mit Ja, Vorrangschaltung und Power hat. da ist ein Wechselrichter dabei. Nein, aber der würde da reinpassen. Ah ja. Der verschwindet. Es gibt tatsächlich Modelle, da musst du schauen, wo baust du den hin, wo verschwindet der hin, oder er verschwindet halt eben nicht. Und da ist das eigentlich super gelöst dann. Das heißt, er nimmt sich irgendwo den Strom weg, die 12 Volt, von der Genau, Batterie richtig, kommen. richtig. Und dann würde er hinten, also kommt er da rein und dann könnte ich da direkt meine Steckdose dran montieren, zum Beispiel. Nee, ja, könntest du Nur auf machen. die 220 Volt Richtig, aber vom wir. Wechselrichter. Würde ja hier passen. Ne? Genau, aber wir verbauen das in der Regel so, dass du die Steckdosen, die schon im Fahrzeug verbaut sind, dann mit einer Vorrangschaltung wahlweise den Landstrom bekommen oder den Strom von der Lithium-Ionen-Batterie. Ah ja, okay, die Vorrangschaltung noch dabei. Genau. Damit er erkennt, ich bin am Landstrom, dann nehme ich da den Strom oder ich nehme den Strom von der Genau, Lithium-Ionen-Batterie. weil die sind ja etwas größer, die sind in der Regel 50 cm plus X und da verschwindet der super drin. Ja, würde ich sagen, wenn du das mal alles wieder zusammen zurückbaust und dass wir uns gleich auch noch mal den Kühlschrank anschauen. Ich sehe schon, das ist ein Dometic. Ist das ein Absorberkühlschrank oder ist das ein Kompressor? Nee, das ist ein Absorber. Das ist ein Absorber, ja. Mag ich auch persönlich lieber, weil den kann ich mit Gas tagelang laufen lassen. Da passiert mir nichts. Und wenn ich den auf Strom habe, dann ist irgendwann die Batterie schnell leer, ne? Ja. So ein Kompressor, der nimmt doch ganz schön. Also da vertun sich manche, ne? Das ist korrekt. Den Ja. kannst du auch einschalten, also einzeln, dass er da bleibt, also von der Quelle, die er dann Doch, halt doch, hier ist bezieht. gut, hier ist gut. Und Nimm man von kann den hier. natürlich auch auf Automatik stellen, ne? Ja, vielleicht machst Zum du ihn mal Öffnen. auf, dass er mal sehen kann, was da so reinpasst. Könnt ihr in beide Richtungen öffnen, ne? Ja, das musst du aber dann umbauen.
Ja, aber Teil. So reicht das ja vollkommen. Genau. Habe ich einen großen Kühlschrank hier drin und oben noch mal einen schönen Eisschrank dazu. Ja, genau. Hervorragend. Dann vielleicht, da oben ist der Fernseher noch mal. Der ist von irgendwas. Das müsste ein ID Media sein. Und dann führ mal das System von euch vor. Das macht ja einen richtig spannenden Eindruck da. Das System? Ja, das, also das wollen wir das jetzt ist quasi, mal sehen. Das ist quasi unser Schaufenster zum Steuergerät unterm Sitz. Es ist relativ einfach gehalten. Wir haben oben in der oberen Reihe quasi die Anzeige des Stroms. Er zeigt uns jetzt an, dass über Landstrom geladen wird. Dann haben wir den Frischwassertank und den Abwassertank. Und dann haben wir drei Schaltflächen, die wir bedienen können. Einmal für die 12 Volt, die alle Geräte und den Aufbau betreffen. Dann das Licht. Und wir haben die Druckwasserpumpe. Die Druckwasserpumpe kannst du quasi auch darüber an- und ausschalten. So, und wenn du das Fahrzeug verlässt, musst du nicht immer das Tablet runterfahren, sondern du machst 1, 2, 3, alles aus, gehst. Und somit ist das Auto fast stromlos. Ja, und ich kann auch da die Heizung einsteuern mit Sicherheit, ne? Darüber nicht, nein. Ah, die geht nur über die Truma-Steuerung. Genau, richtig. Die klassische, die wir ja alle kennen. Genau so ist das. Ja, was kann man hier noch erkennen in dem, also hier haben wir halt hinten im Raum, in dem Bereich. Die Küche. Ja, wir haben bei dem Fahrzeug hier noch einen Dreiflammkocher. Übernimm du mal wieder, schon zeigst mal die Küche da drin. Ich glaube, die neuen Modelle haben dann nur noch einen Zweiflammkocher, aber der hat tatsächlich noch den Dreiflammkocher. Ah ja, das ist natürlich viel. Ja. Also, und dann, wenn ich weiß nicht, das Hubbett auch mal zeigen, wie das... Für den brauche ich einen Schlüssel, den habe ich nicht am Mann. Okay. Aber Sascha kann ja mal zeigen, hier das Hubbett, wo ich drunter sitze. Das kann man sich ja vielleicht dann auch vorstellen, dass das... Das würde man dann, wenn man abends ins Bett geht. Das finde ich eigentlich auch sehr gut gelöst. Genau. Dadurch hast du hier halt viel Raum, ne? Richtig. Weil genau. Du hast das ganze Bett weg. Ja. Das verschwindet ja einfach oben. Das haben wenig Hersteller so. Ja, das Platzangebot ist sehr, sehr beliebt, ja. Auch für Homeoffice, während Corona zum Beispiel, haben sehr viele dann auch da drin gearbeitet. Und wie gesagt, das Bett ist 1,60 Meter. Mal? 2 Meter. Ah, ja, passt. Ja. Passt. Er zeigt jetzt doch mal das Badezimmer im Detail. Genau. Da haben wir jetzt auch eine Toilette natürlich dabei. Da haben wir eine Dusche da drin. Da haben wir auch sehr viel Bewegungsfreiheit, wie ich sehe von hier im Badezimmer. Ne? Das ist sehr groß, ja. Das ist sehr groß für einen Camper. Was will er da zeigen? Was Schönes, ja? Sogar Aussicht. Ah, da hat er sogar mit Aussicht. Ja, hast du ja auch gut gezeigt eben, ne? Ja gut, wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, wo liegen wir hier preislich bei dem Fahrzeug? Hast du da draußen so ein, kannst du mal zeigen, ne? Genau. Geh mal mit ihm raus, dass wir mal schauen können, was denn die Kiste hier kostet. Nun, das Auto hat einen Listenpreis von 87.137 Euro. Ist ja erstmal das All-In-Paket. Ja. Moveo sich dadurch auszeichnet, dass eigentlich fast oder sehr, sehr viele Extras drin sind, auch mit Photovoltaik und Markise und ein Pipapo. Und dann kommen natürlich noch ein paar Kleinigkeiten hinzu, wie zum Beispiel das Garagenpaket oder das größere Navigationsgerät. Ja, zeig du noch mal das Auto in seiner ganzen Schönheit. Und ich denke, wir sind hier soweit fertig.